Hallo Leutz. Flugwetteraussichten: hohe Wand für die kommenden Tage. Mittwoch 28. Juli bis Freitag 30. Juli 2021. Mittwoch. Der Tag beginnt hochsommerlich freundlich. Die Temperaturen steigen dementsprechend, es wird heiß und schwül. Ab Mittag herum sollen die Wolken wieder deutlich dichter werden. Am Nachmittag sind Gewitter nicht auszuschließen. Auflebender Wind, meist aus westlichen Richtungen. Donnerstag. Hochsommerlich heiß geht es weiter. Den ganzen Tag über sollte der freundliche Wettercharakter überwiegen. Am Nachmittag sollen zwar die Wolken wieder mehr und dichter werden, aber die Gewitterneigung ist geringer als zuletzt. Mögliche kurze Schauer sind aber nicht ganz auszuschließen. Schwacher bis mäßig starker Wind, zuerst aus südlicher, später gegen Abend drehend wieder aus westlicher Richtung. Zeitweilig könnte es fliegbar werden. Freitag. Es bleibt weiterhin hochsommerlich heiß und schwül. Der Tag soll aber unbeständiger verlaufen. Etwas Sonnenschein, die Wolken dürften aber überwiegen. Es sind über den Tag gewittrige Schauer angekündigt. Der Wind ist mäßig stark, meist aus westlichen Richtungen angekündigt. Der weitere Wettertrend. Das kommende Wochenende scheint recht unbeständig und auch etwas kühler als zuletzt werden. Immer wieder muss man mit gewittrigen Regenschauern rechnen. Der Wind bleibt voraussichtlich mäßig stark und dreht am Samstag noch aus westlicher, am Sonntag zeitweilig östlicher Richtung.